und herzlich willkommen zum 8. Teil der Serie Die Entwicklung der Menschheit. Aufbauend auf den ersten drei Teilen und als Fortsetzung der 7. wollen wir uns heute mit der Zeit von 1998 bis 2019 beschäftigen. Und damit auch mit dem 4. Weltkrieg. Das Jahr 1998 steht im Zusammenhang mit der 666, der Zahl des Tieres mit den zwei Hörnern aus der Apokalypse. Denn 3 mal 666 ist 1998. In diesem Jahr erfolgte also der stärkste Impuls in dieser Epoche, in der wir jetzt stehen, in dem kleinen, einige Jahrhunderte umfassenden Zeitraum. Es wurde natürlich bereits vorbereitet und wurde kontinuierlich stärker. Und die Impulse sind jetzt am stärksten. Wie wir wissen, ist es das Ziel von Sorath, dem Tier mit den zwei Hörnern, das aussah wie ein Lamm, den Hass in den Menschen zu entwickeln oder entwickeln zu lassen. Das wird benötigt als Gegenpol für die Liebe, die wir entwickeln sollen. Das haben wir im 3. Teil der Serie bereits betrachtet. Seine Zwecke sind klar. Seine Ansätze auch. Hass. Unter den Menschen zu sehen, bedeutet, die Menschen aufeinander loszuhetzen, gegeneinander aufzubringen. Und natürlich auch den wahren Weg zu verbergen. Darum steht es auch im Zusammenhang mit dem Antichrist. Es ist also immer sein Ziel, Unruhe und Unfrieden unter den Menschen zu stiften und diese dazu zu bringen, aufeinander loszugehen. Das führt, wie wir bereits gesehen haben, zu exorbitant schlimmen Kriegen, die das ganze 20. Jahrhundert mehr oder weniger dominiert haben. Und auch jetzt im 21. Jahrhundert sind wir davon betroffen. Ganz speziell im Zusammenhang mit Ahriman und Luzifer, die natürlich ohnehin wirken. Luzifer seit jeher, schon seit Zeiten des Alten Testaments, Ahriman verstärkt seit Ende des 19. Jahrhunderts. Um das aufzuklären, wollen wir uns jetzt einmal ganz konkret in die ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts stürzen. Beginnen aber mit dem Ende des zweiten Jahrtausends. Dabei müssen wir uns überlegen, dass damals beim zweiten 666, also 1332, ein 100-jähriger Krieg folgte, an dem Sorath ganz gewiss beteiligt war. Bei 1 mal 666 hatten wir ebenfalls im 4. Teil unserer Serie gesehen, nahm das Ganze Einfluss auf die Entwicklung des Islam. 1998, das Jahr, mit dem wir jetzt anfangen wollen, führt uns gleich konkret in die Geschichte ein. Es waren Bombenanschläge zu verzeichnen auf US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi mit 200 Toten.
Als Drahtzieher wurde Osama bin Laden genannt. Des Weiteren kam es im Grenzkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea zu rund 150.000 Toten. Und es beginnt ein drei Jahre währender Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo mit 3 Millionen Toten und 2 Millionen Flüchtlingen. Auch in Europa war Krieg. Es begann der Kosovo-Krieg zwischen serbischer Miliz und Albanern und führte zu etwa 250.000 Flüchtlinge aus dem Kosovo. 1999, nach Scheitern von Vermittlungsversuchen, beginnen dann NATO-Luftangriffe gegen Belgrad. Im Jahr 2000 kommt es wiederum zu einem Bombenanschlag, hinter dem Osama bin Laden stecken soll. Im südjemenitischen Hafen Aden auf den US-Zerstörer Kohl. Dabei werden 17 US-Soldaten getötet. Im Oktober 2000 wird Slobodan Milosevic gestürzt und neuer Präsident von Serbien wird Kostunica. Im Juni 2001 erfolgt die Auslieferung Milosevic an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Doch das waren alles nur Vorzeichen. Denn jetzt beginnt das, was in die Geschichte einging als der 11. September. Es wurde lange vorbereitet. Terror war bereits seit 1972, wie wir in der Serie vom Kalten Krieg gesehen haben, in der Öffentlichkeit publik. Und 1993 mit dem ersten Terroranschlag auf das WTC auch in den USA durchaus bekannt. Im August 2001 wurde US-Präsident Bush vor Osama bin Laden gewarnt. Es hieß, er plane Flugzeugentführung. Es wurden jedoch von der CIA keine konkreten Hinweise zu Ort und Zeit genannt. Am 11. September 2001 werden 4 Linienmaschinen der United Airlines und American Airlines entführt. 2 Flugzeuge werden in die je etwa 417 Meter hohen Türme des World Trade Center gesteuert. Ein drittes Flugzeug soll ins Pentagon geflogen worden sein und das vierte bei Shanksville in Pennsylvania abgestürzt sein. Insgesamt sterben bei den Anschlägen über 3.100 Menschen. In New York über 2.800. Der Ablauf wurde minutiös konstruiert. In Boston starteten am Morgen 2 Maschinen des Typs Boeing 767 mit Ziel Los Angeles. Um 8 Uhr die American Airlines Flug Nummer 11 und um 8.14 Uhr United Airlines Flug Nummer 175. Um 8.20 Uhr startet 40 Kilometer westlich von Washington DC vom Dulles International Airport American Airlines Flug Nummer 77, eine Boeing 757, ebenfalls mit Ziel Los Angeles. Um 8.42 Uhr startet vor den Toren New Yorks vom Newark International Airport United Airlines Nummer 93 in Richtung San Francisco mit 40 Minuten Verspätung. Vier Minuten später, um 8.46 Uhr, schlägt American Airlines Flug Nummer 11 frontal im Nordturm des WTC zwischen dem 94. und 98. Stockwerk in leichter Linksneigung ein.
Beim Aufprall durchschlägt die Maschine mit einer Spannweite von 47,60 Meter etwa 35 Außenpfeiler. Die Geschwindigkeit, je nach Quellenangabe, soll zwischen 600 und 800 km/h betragen haben. Der 300.000 Tonnen schwere Turm schwingt hin und her, dann herrscht Stille. Die Bilder haben wir alle im Kopf. Wer sie nicht mehr hat, sei auf die Quellen verwiesen. 14 Minuten nach dem Einschlag, um 9 Uhr, wendet American Airlines Flug Nummer 77 in Höhe von Pittsburgh und fliegt genau in Richtung Washington zurück. Zur selben Zeit warnt die Fluggesellschaft United Airlines alle ihre sich in der Luft befindenden Maschinen vor einer Entführung. 3 Minuten später schlägt United Airlines Nummer 175 im Südturm ein. Das Flugzeug befand sich in starker Kurvenlage, das Ziel wurde fast verfehlt. Die Maschine im letzten Augenblick doch noch herumgerissen. Sie wird nur von einer Ecke aufgehalten und trifft nicht wie die erste Maschine mitten rein und gelangt insofern nicht an den eigentlichen Kern des Turms, sondern streift ihn gewissermaßen nur. Aufgrund dieser Tatsache bleibt mindestens ein Treppenhaus im Kern intakt, wodurch viele Menschen im Südturm aus den Stockwerken über der Einschlagstelle flüchten können und überleben. Um 9.16 Uhr meldet die US-Luftfahrtbehörde Flug Nummer 93 als möglicherweise entführt. Um 9.24 Uhr meldet sie, dass Flug Nummer 77 möglicherweise ebenfalls entführt worden ist und sich in Richtung Washington bewegt. Um 9.30 Uhr bestätigt US-Präsident Bush, dass die USA offensichtlich Ziel eines Terrorangriffs geworden sind. 7 Minuten später verschwindet Flug Nummer 77 von den Radarschirmen. Gleichzeitig gibt die New Yorker Polizei eine Warnung heraus, der zufolge die oberen Etagen des Südturms einzustürzen drohen. Die Warnung wurde jedoch nicht an die Feuerwehrleute weitergeleitet, die über veraltete Funksprechgeräte verfügten. Außerdem gab es Rivalitäten mit der Polizei. Um 9.40 Uhr wird erstmals in der Geschichte der USA der landesweite Flugverkehr eingestellt. Flug Nummer 77 scheint inzwischen in der Nähe des Pentagons angekommen zu sein und soll eine 270-Grad-Kehre und einen 8-minütigen Sinkflug aus einer Höhe von 10.000 Metern in Bodennähe vollführt haben. Zuvor war das Flugzeug über Ohio, einige hundert Kilometer entfernt, abgedreht und hatte zunächst Kurs auf das Weiße Haus genommen. Um 9.43 Uhr schlägt ein Flugobjekt auf der südwestlichen Seite ins Pentagon ein. Es werden jedoch keine Überreste einer Boeing 757 gefunden. 2 Minuten später wird das Weiße Haus evakuiert. Flug Nummer 93 ist nach offiziellen Angaben zu der Zeit noch in der Luft. Und 3 Terroristen sollen 37 Passagiere und 5 Flugbegleiter in Schach halten. Dabei ist nahezu alles erlaubt. Wasser kochen oder telefonieren, wozu sie förmlich gedrängt werden. Viele rufen bei ihren Familien an und erfahren so von den Vorkommnissen in New York und Washington. Um 9.59 Uhr, eine knappe Viertelstunde später, soll ein Angriff der Passagiere auf die Terroristen stattgefunden haben. Und ungefähr 5 Minuten später das Flugzeug bei Shanksville südöstlich von Pittsburgh in Pennsylvania abgestürzt sein. Es gab jedoch kaum verwertbare Spuren. Erste Nachrichten lauteten, dass die Maschine abgeschossen oder in der Luft explodiert sei.
Später kamen Hinweise auf einen Kampf zwischen Entführern und Passagieren auf. Zur gleichen Zeit stürzt in New York der Südturm des WTC ein. Eine halbe Stunde nach Warnung durch die Polizei, die die Feuerwehrleute jedoch nicht erreichte. 343 Feuerwehrleute verlieren ihr Leben. Oberhalb der 75. Etage bricht zunächst Baumasse ab und dieser Teil des Turms neigt sich in einem Winkel von 22 Grad zur Seite. Etwa 30 Etagen, die 100 Meter hoch sind. Anschließend brechen sie mit den darunterliegenden 70 Etagen im teilweise freien Fall in sich zusammen. Es scheint so, dass ein Stockwerk auf das nächste aufschlägt und dieses wiederum zum Einsturz bringt. Dies kreierte später den Begriff einer Pfannkuchentheorie. Eine riesige Staubwolke macht es nahezu unmöglich, Details zu erkennen. Um 10.13 Uhr wird das UNO-Hauptquartier in New York evakuiert. 11.000 Menschen flüchten. Um 10.22 Uhr werden in Washington das Justiz- und das Außenministerium geräumt, ebenso die Weltbank. In der Folge werden alle internationalen Flüge nach Kanada umgeleitet. Um 10.27 Uhr stürzt der Nordturm ein. 3 Minuten später fängt WTC 7 Feuer nach dem Einsturz des Nordturms. Auch weitere Gebäude, WTC 4, 5 und 6, fangen im Laufe der Zeit Feuer und brennen zum Teil lichterloh. Um 11.02 Uhr veranlasst der New Yorker Bürgermeister die Evakuierung aller Bewohner Manhattans südlich der Candle Street. Zwei Stunden später verkündigt der Präsident Bush: Wir werden sie jagen. Und er kündigt Vergeltung an. In Washington wird der Notstand ausgerufen und die US-Flugzeugträger George Washington und John F. Kennedy in die Gewässer von New York beordert. Um 16.10 Uhr steht WTC 7 in Flammen. Und um 17.20 Uhr stürzt das 47-geschossige Gebäude ein. Abends um 20.30 Uhr hält US-Präsident Bush eine Fernsehansprache an die Nation und verkündet Vergeltung für Verantwortlichen und Hintermänner. Dabei werde man keinen Unterschied zwischen den terroristischen Tätern und denjenigen machen, die diesen Unterschlupf gewähren. Im Nordturm starben 1.434 Menschen, im Südturm 599. Flugnummer 175 zerstörte zwischen dem 78. und 84. Stock 2 von 3 Treppenhäusern. Die Reaktionen aus dem Ausland waren zahlreich. Abdallah Frangi, PLO-Vertreter in Berlin, meinte, dass diese Anschläge so gut vorbereitet waren, dass man daraus schließen könne, dass Leute dahinter stehen, die über eine ungeheure Macht verfügen. Und er glaubte nicht, dass es eine palästinensische Gruppe geben würde, die zu so einem Anschlag in der Lage wäre. Von amerikanischer Seite wurde bekannt gegeben, wer die Flugzeuge geflogen haben sollte. Zunächst Mohammed Atta, 33 Jahre alter Ägypter, der das Flugzeug in den Nordturm gesteuert haben soll. Des Weiteren Marwan al-Sheikh, 23 Jahre alt, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der den Südturm zerstört haben soll. Der dritte im Bunde war Ziad Jarrah, 26 Jahre alter Libanese, der in dem Flugzeug geflogen sein soll,
das im freien Feld zerstört wurde. Und schließlich und endlich Hani Hanjour, ein 29-Jähriger aus Saudi-Arabien, der jedoch seit längerem in Florida wohnte und das Flugzeug gesteuert haben soll, das ins Pentagon eingeschlagen sein soll. Insgesamt wurden 19 Attentäter namentlich benannt. Am folgenden Tag will US-Verteidigungsminister Rumsfeld einen Angriff auf den Irak. Und umgehend wollen die USA und Verbündete, also die NATO und einige arabische Staaten, einen Krieg in Afghanistan anstrengen und setzen das auch ab Oktober in die Tat um. Dabei gab es immer wieder Äußerungen, zum Beispiel vom US-Außenminister Powell, Amerika ist im Krieg. Oder von Bush zum Aufruf zum Krieg gegen das Böse in der Welt und gegen die Schurkenstaaten. Die US-Regierung propagiert einen Jahre andauernden Krieg gegen den internationalen Terrorismus und besonders gegen Al-Qaida. Das als Enduring Freedom bezeichnete Programm sieht vor, dass alle Staaten bekämpft werden sollen, die dem Terrorismus Vorschub leisten oder Hilfe gewähren. Wer zu solchen Staaten zählt, wird von den USA festgelegt. Oder man könnte auch sagen definiert. Vizepräsident Cheney ging von 60 Staaten aus. Doch bevor man in den Krieg zieht, sollte man ganz sicher sein, dass das gewissermaßen auch gerechtfertigt ist. Und einige Fragen klären, wie zum Beispiel, wer ist der Böse, wer ist der Gegner, wessen Interessen dient man damit und was bewirkt man dadurch? Denn unabhängig von gut oder böse, richtig oder falsch, ist Krieg, wie wir aus dem vierten Teil wissen, keine gute Idee. Denn dann handeln wir gegen das Gebot, das Christus uns mit auf den Weg gegeben hat. Natürlich waren unter dem Eindruck der Ereignisse viele Emotionen im Spiel und das war natürlich selbstverständlich einkalkuliert. Die Vernunft, die Rationalität blieb auf der Strecke, auf mehreren Ebenen. Nun könnte man sagen, hinterher ist man immer schlauer. Und die folgenden 14 Jahre haben in der Tat viele Erkenntnisse ans Licht gebracht, die wir uns an dieser Stelle einmal anschauen wollen. Untersuchen wir das Szenario anhand unserer Weltanschauungssystematik, so wird deutlich, dass mehrere Unstimmigkeiten und Lügen im Spiel waren. 1993, beim ersten Terroranschlag auf das WTC, bei dem es 6 Tote und 1000 Verletzte gegeben hatte, lautete eine Aussage, dass auch ein Flugzeug den Turm nicht zum Einsturz bringen könnte. Des Weiteren war Osama bin Laden hierfür wohl doch nicht verantwortlich, entgegen der 1995 öffentlich erhobenen Anschuldigung. 1996 wurde den USA die Auslieferung bin Ladens angeboten, vom Sudan. Doch die USA lehnten ab. Wenige Jahre später wurde er dann für die Koordination der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania und für den Anschlag auf das US-Schlachtschiff Cole im Jahr 2000 verantwortlich gemacht. Der Verbündete aus den 1980er Jahren wurde zum Gegner in den 1990er Jahren. Oder er wurde als solcher definiert. Denn eine Anhörung in dem Sinne, wie es von Gerichtsverfahren üblich ist, gab es nicht. In den 1980er Jahren war er durch Anwerbung von 10.000 von insgesamt 30.000 Söldnern im Kampf gegen die Sowjetunion ein den Umständen entsprechend loyaler Partner und hatte seinen Teil dazu beigetragen, dass
die Sowjetunion das Land schließlich verlassen musste. Dazu hatte er auch Geld besorgt, jährlich bis zu 300 Millionen Dollar in den Jahren 86 bis 89. Aus Saudi-Arabien und den arabischen Golfstaaten. Die CIA wiederum hatte die Mujahideen mit Waffen versorgt. Noch am selben Tag, am 11. September, nachmittags um 16 Uhr, also über eine Stunde bevor das WTC 7 einstürzte, wurde in den Medien verbreitet, dass Osama bin Laden in die Anschläge verwickelt sei. Hierzu seien neue und genaue Informationen eingegangen. Betrachten wir das Ganze mit ein bisschen Logik. Der Südturm stürzte 20 Minuten vor dem Nordturm ein, obwohl er 17 Minuten nach ihm von einem Flugzeug getroffen wurde. Und dies auch nicht voll, frontal, sondern nach einer abrupten Kurskorrektur an einer Ecke. Ein Kernelement des Turms, ein Treppenhaus, blieb voll intakt. Darüber konnten sich noch Menschen retten. Durch den Aufprall dürften nur etwa 40 der 263 Außenstahlträger zerstört und maximal 5 der 47 Kernstahlträger gerammt worden sein. Des Weiteren entzündete sich und verbrannte das Kerosin weitestgehend im Freien und nicht im Gebäude. Die Statik des Südturms war folglich deutlich weniger in Mitleidenschaft gezogen als die vom Nordturm. Daher ist es nicht logisch, dass der Südturm, der später und nicht so hart getroffen wurde, vor dem Nordturm zusammenstürzte. Empirisch betrachtet war auf der ganzen Welt noch nie ein Hochhaus mit einem Stahl-Skelettbau wegen Feuer und in der Folge schmelzen, weich oder spröde werdender Trägerkonstruktion eingestürzt. Dabei handelte es sich um einen Japan gefertigten Spezialstahl. Bei genauerer Betrachtung und investigativer Forschung könnte man ganz konkret feststellen, dass beide Gebäude so zusammenstürzten, wie man es von anderen Gebäuden auf der ganzen Welt nach einer Sprengung gewohnt ist. Dies galt am Nachmittag für WTC 7 umso mehr, da das Gebäude von innen her in sich zusammensackt. Der Großteil der Staubwolken entstand hier im Erdgeschoss. Und bei so einem, man kann schon sagen, Verbrechen, muss man durchaus genau hinschauen. Doch das wurde den Ermittlern so schwer wie möglich gemacht. Beispielsweise wurden etwaige Beweise vernichtet. Die Maximaltemperatur für verbrennendes Kerosin liegt bei knapp 400 Grad. Stahl hingegen verliert seine Stabilität erst bei 800 Grad und schmilzt erst bei 1300 Grad Celsius. Insofern ist die Theorie, dass die Stahlträger zerstört wurden und die oben liegenden Stockwerke durch ihren Einsturz die unter ihnen liegenden ebenfalls einstürzen ließen, nicht plausibel. Einen Nachweis hätte man erbringen können, indem man die Stahlträger untersucht hätte. Doch diese wurden umgehend vom Tatort entfernt, eingeschmolzen und für neue Produkte verwendet, was der New Yorker Oberbürgermeister Michael Bloomberg für unkritisch hielt. Er war der Ansicht, dass man mit einem Computer die Tragödie des 11. September viel besser untersuchen könne, als sich die tatsächlichen Beweismittel anzuschauen. Nun, das ist unrealistisch. Professor Astane Asel, Sachverständiger der Universität Berkeley, bemängelte dies auch vor dem Wissenschaftsausschuss des Repräsentantenhauses. Doch an der Tatsache an sich konnte das nichts mehr ändern. Ein solches Vorgehen erleichtert die Wahrheitsfindung nicht, im Gegenteil. In diesem Zusammenhang sei dann auch festgehalten, dass der Pass des mutmaßlichen Hauptattentäters Mohammed Atta, der das Flugzeug in den Nordturm gesteuert haben soll, einige Häuserblocks entfernt von den Zwillingstürmen gefunden wurde. Nun, man kann daran glauben, dass es so war, dass Mohammed Atta in einem Großraumflugzeug vorne im Cockpit saß, das mit mehreren hundert Stundenkilometern in einen Wolkenkratzer einschlug und in der Folge Flugzeug und Wolkenkratzer völlig zerstört wurden.
aber sein Pass durch ein kleines Wunder mehrere Straßenblocks weit herausgeschleudert wird. Rein investigativ gedacht. Wenn er ihn in einer Hosentasche hatte, hätten nicht auch Teile der Hose und der Leiche gefunden werden müssen? Denn es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass er ihn mit erhobener Hand gehalten hat, als er damit beschäftigt war, eine Boeing 767 in einen Wolkenkratzer zu steuern. Apropos unwahrscheinlich. Man könnte Wahrscheinlichkeiten berechnen, aus dem Weltanschauungsbild des Mathematismus heraus. Punkt 1. Die angeblichen Terrorflieger sollen ihre fliegerischen Fähigkeiten bei Übungsflügen mit Cessna-Maschinen erlangt haben. Dort fielen sie jedoch durch allgemeine Inkompetenz und mangelnde Beherrschung der englischen Sprache nur auf. Und Mohammed Atta, dem als Kopf der Attentäter eine Hauptrolle bei der ganzen Geschichte zugesprochen wurde, hätten die Fluglehrer nicht einmal zum Starten einer Cessna zugelassen. Punkt 2. Wie wahrscheinlich ist es, dass niemand in den USA, kein FBI, keine CIA, keine NSA, kein Militärgeheimdienst, keine Behörde, niemand etwas Konkretes, Genaues wusste, aber quasi sofort nach den Anschlägen Osama bin Laden als verantwortlichen Drahtzieher und 19 muslimische Männer als Täter benannt werden konnten? Und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Täter die Flugzeuge flogen, wenn sie gar nicht an Bord waren? Die von den Fluggesellschaften veröffentlichten Passagierlisten enthielten nicht einen der Namen der Täter, dafür aber detailliert die Namen der Besatzungsmitglieder und Passagiere, die den Check-in durchlaufen hatten. Angeblich starben alle Insassen der 4 entführten Flugzeuge, doch später meldeten sich mindestens 7 von ihnen als lebendig. Journalisten der BBC, des englischen Independent und des Daily Mirror waren den Dingen auf den Grund gegangen und hatten oftmals in Zusammenarbeit mit Kollegen von arabischen Zeitungen recherchiert. Ebenfalls publik wurde, dass der Vater von Mohammed Atta, ein Rechtsanwalt aus Kairo, behauptete, 3 Tage nach dem 11. September mit seinem Sohn noch telefoniert zu haben und dass er davon ausging, dass sein Sohn entführt und ermordet worden war. Punkt 3. Wie wahrscheinlich ist es, dass 19 Terroristen die Flugzeugbesatzung und Passagiere von 4 Flugzeugen mit Hilfe von, so das offizielle Ergebnis, Plastikmessern und Kartonschneidemessern überwältigen, ja nahezu in eine Schockstarre bringen können, ohne dass es jemandem der Besatzung gelingt, den für derartige Fälle vorgesehenen Notfallcode an die Bodenstation zu übermitteln? Punkt 4. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Flugzeug, das im Luftraum der USA seinen Kurs ändert, ohne plausible Angaben hierzu zu machen, nicht innerhalb von 10 Minuten mindestens einen Abfangjäger vom Typ F-15, der mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kann, auf den Plan ruft? Wie wahrscheinlich ist es, dass es im Falle einer regulären Passagiermaschine nicht innerhalb von 20 Minuten geschieht? Wie wahrscheinlich ist es, dass es im Falle von 4 Passagiermaschinen nicht innerhalb von 20 Minuten geschieht? Schauen wir auf das Weltanschauungsbild des Realismus. Damit wollen wir die Angelegenheit noch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und zwar bei dem Flugzeug, das angeblich in die Südwestfront des Pentagon gesteuert wurde. Nach offiziellen Angaben über den Kurs, den das Flugzeug nahm, müsste der Pilot die mit 800 km/h fliegende Maschine aus den letzten 2100 Metern Höhe in einer Kurve von 270 Grad auf Bodenhöhe heruntergedrückt haben. Dieses Manöver ist jedoch kaum von einem erfahrenen Kampfjet-Piloten zu schaffen.
Es soll jedoch von Hani Hanjour, der sich nach Angaben der Fluglehrer beim Fliegen von Cessnas schwer tat, bewerkstelligt worden sein. Nach Einschätzung erfahrener Luftwaffenpiloten aus aller Welt ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. Und das liegt nicht allein an den mangelhaften fliegerischen Fähigkeiten von Hani Hanjour, sondern auch an dem Umstand, dass bei einem solchen Flugmanöver ein Druckanzug benötigt wird, ein Spezialanzug für Kampfflieger, durch den verhindert wird, dass die bei den engen Kurvenradius und der hohen Geschwindigkeit auftretenden Fliehkräfte zur Bewusstlosigkeit des Piloten führen. Schauen wir auf die materialistische Weltanschauung. Geld. In der Woche vor den Attentaten kam es zu Spekulationen auf Kursverfall der Aktien von Unternehmen, die durch die Anschläge Schaden erleiden würden. United Airlines, American Airlines und Investmentfirmen, die über Büros in 20 Stockwerken in den Türmen verfügten, sowie über Rückversicherungsgesellschaften, die für den Schaden aufkommen mussten. Die Weltanschauung des Psychismus liefert auch einen kleinen Teil, denn es gab Propaganda, die schlicht und ergreifend gefälscht war. Die anfangs stereotyp vorgetragene Meinung, dass es sich um einen Terroranschlag von Terroristen handelte, die durch Bilder von feiernden und freudestrahlenden Palästinensern in die Köpfe der Zuschauer eingebrannt wurde, musste jedoch später korrigiert werden. Denn die Bilder, die gezeigt wurden, waren bereits zuvor in New York entstanden. Kindern waren Süßigkeiten spendiert worden, worüber sie sich freuten. Diese Bilder waren zielgerichtet verwendet worden. Man könnte es schlicht psychologische Kriegsführung nennen. Mit einem bisschen zeitlichen Abstand gab es auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Einige seien kurz genannt. Denn im Laufe der folgenden Jahre kam es trotz aller Hindernisse dennoch zur Aufklärung von zum Beispiel Eisenkügelchen, die im WTC-Staub nachgewiesen wurden und auf geschmolzenen Stahl hinwiesen. Ebenfalls im Staub wurde der Militärsprengstoff Nanothermit nachgewiesen. Des Weiteren konnte aufgrund einer wissenschaftlichen Studie Feuer als Einsturzursache von WTC-7 ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund kann man sozusagen kriminalistisch aktiv werden und fragen, was denn in dem Gebäude WTC-7 war, dass es wert gewesen sein könnte, es einstürzen zu lassen. Nun, eine Theorie lautet, dass man Beweise vernichtet hat, abgesehen von der Ablenkung. Denn die Flugzeuge konnten von diesem Gebäude, von dem man über das gesamte Areal einen guten Überblick hatte, ferngesteuert werden. Ja, das ist eine Theorie. Anschließend würden die Beweise durch Sprengung vernichtet werden. Niemand würde etwas Relevantes mitbekommen, denn aufgrund der Sicherheitslage und den in hohem Maße aufgeputschten Emotionen der Menschen wäre eben für ausreichend Ablenkung gesorgt. Die Täter wären kaum zu ermitteln. Ein weiterer Aspekt soll auch nicht unerwähnt bleiben. Es waren verschiedene Institutionen in dem Gebäude untergebracht, beispielsweise die CIA-Zentrale für den Kampf gegen den Terrorismus sowie die Spionageabteilung gegen New Yorker UNO-Vertreter aller Länder. Des Weiteren war zwischen dem 23. und 25. Stockwerk ein Notstandsquartier für den New Yorker Bürgermeister eingerichtet. Im Falle eines Terrorangriffs auf das Rathaus bestand die Möglichkeit, hierhin auszuweichen. Es sollte im Fall der Fälle als Leitzentrale zur Verfügung stehen und war ein wahrer Bunker mit eigener Luftversorgung und Wasservorrat,
Dazu bombensicher. Heute, knapp zwei Jahrzehnte später, kann sich jeder ein eigenes Bild von den Vorgängen machen. Es ist reichlich Quellenmaterial vorhanden. Doch werfen wir jetzt einen Blick auf die Auswirkungen und auf das von den Geistern der Hindernisse angestrebte Ziel. Besser gesagt, die Ziele. Eine Auswirkung waren Kriegspsychosen, wie es sie in jedem Krieg gibt. Bushs Allianz gegen die Achse des Bösen brachte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung, Folter und Ermordung Unschuldiger, darunter vieler Zivilisten, Kinder in Afghanistan wegen Hungers, Tod und Massenflucht aus dem Land nach Jahrzehnten Terror hervor. Hätte ein Spezialkommando die Verbrecher suchen und verhaften können, wäre es sicherlich nicht nach diesen Intentionen gelaufen. Dafür war das am 11. September viel zu aufwendig, um sich mit solchen Kleinigkeiten abzugeben. Vielmehr wurde es zum Anlass genommen, um überall da, wo die USA Krieg führen wollten, auch Krieg führen konnten. Erst in Afghanistan, später im Irak. So wurde auf einer ersten Lüge ein Gedankengebäude errichtet, das unter dem Schlagwort Kampf gegen den Terrorismus die Legitimation zu allen möglichen weiteren Verbrechen lieferte, ohne dass ernsthaft jemand an entscheidender Stelle die Aktion hinterfragt hätte. Ein weiterer Aspekt wurde bald deutlich. Durch das intensive Bombardement Afghanistans wurden auch Krankenhäuser zerstört. Neben Bildern von verletzten Kindern und langen Flüchtlingstrecks, ein geeignetes Mittel, um die USA unbeliebt zu machen und dem Terror neue Kriege zuzuführen. Getreu dem Motto Auge um Auge, Blut um Blut. Ein Rückfall ins Alte Testament. Durch die Definition weiterer Schurkenstaaten im Irak, Iran und Nordkorea wurde die Spannung hochgehalten. Ähnlich wie zu Beginn des Dritten Weltkriegs, des Kalten Kriegs. Durch Terror schaffte man also weiteren Terror, durch Krieg weiteren Krieg. Und es galt, die Bevölkerung in Angst und Panik und Hysterie zu halten. Der Militärhaushalt wuchs von 300 auf 400 Milliarden Dollar für den Weltkrieg gegen den Terrorismus. Die Beschwörung einer äußeren und inneren Gefahr, Geheimgefängnisse wie auf Guantanamo Bay, der Einsatz von privaten Söldnern heuchlerisch im Auftrag der Sicherheit und die Überwachung der Bürger in deren eigenem Interesse und zu deren Sicherheit werfen kein gutes Licht auf die ganze Geschichte. Auch die Infiltration von Bürgerrechtsbewegungen und die willkürliche Verhaftung derselbigen sowie die Einschränkung der Pressefreiheit vertrugen sich nicht mit den Statuten einer Demokratie. Doch die älteste Demokratie der Welt wurde so durch mächtige Impulse der Geister der Hindernisse unterhöhlt. Langfristig wurde ein gesellschaftliches Klima geschaffen, das dafür sorgte, dass kritische Fragen von Journalisten ausblieben, da sie nicht unpatriotisch erscheinen wollten. So kam es im Vorweg bereits zu einer Art Selbstzensur. Die Fakten, die dem entgegenstehen, zeigten sich bereits sehr bald nach Beginn des Krieges in Afghanistan, denn Anfang Dezember waren die Taliban faktisch besiegt. Sie erstarkten erst dann wieder, als das US-Militär sich dem Irak zuwendete. So wie ein halbes Jahrhundert zuvor im Iran, als die CIA Politiker, Geistliche, Journalisten, Arbeiter bestach,
Und so Anhänger und gleichzeitig auch die Gegner von Mossadegh gegeneinander aufbrachte, wurde auch jetzt agiert. Damals wie heute spielte es keine Rolle, wer die kleinen Schlachten gewinnen würde. Die Schlachten waren das Ziel. In Afghanistan war es nunmehr ähnlich und sollte bis zum heutigen Tage so weitergehen, mit einem Rekordbombenhagel im September 2019. In den 18 Jahren Krieg gab es 2300 tote US-Soldaten, 20.000 verwundete US-Soldaten und Söldner, 60.000 tote afghanische Soldaten und 40.000 tote afghanische Zivilisten. Bis dahin wurden über 1.000 Milliarden Dollar für den Krieg in Afghanistan ausgegeben. Aber das war so gewollt. Nicht nur von Ahriman, der über Geld, Angst und Zerstörung wirkte, sondern auch von den anderen beiden, Luzifer und Sorath. Um die Abkehr von der spirituellen Welt fest zu zementieren. Der eine, Luzifer, flüsterte den Menschen ein, dass sie Gott seien. Der andere, Sorath, trieb sie dazu, ihren Mitmenschen die schlimmsten Dinge anzutun. Zur Vorbereitung des Weges für den Antichrist. Das Ergebnis in der physischen Welt war, dass die Informationen von afghanischen Warlords ignoriert wurden, wodurch man Bin Laden im Dezember 2001 in Tora Bora, einem Gebirgszug im Südosten Afghanistans, schnell hätte gefangen nehmen können. Um den Plan umzusetzen, wurde jedoch kein Spezialteam mit seiner Gefangennahme beauftragt, sondern B-52-Bomber in das Land geschickt. Der Vorwand für einen Krieg hatte Bestand. Insgesamt haben die USA über 20.000 Tonnen Munition über Afghanistan abgeworfen. Und aus der Zeit des Kriegs mit der UdSSR stammt ein Erbe von mehr als 20 Millionen Minen und Blindgängern. Neben der Mutter aller Bomben, der stärksten nicht-nuklearen Bombe aller Zeiten im April 2017, warfen die USA noch im Oktober 2019 im Durchschnitt 26 Bomben pro Tag auf Afghanistan. 18 Jahre nach dem konstruierten Kriegsgrund. Das Gesetz von Ursache und Wirkung hatten wir im zweiten Teil der Entwicklung der Menschheit betrachtet. Die Auswirkungen kann sich jetzt jeder überlegen. Die Impulse der Geister der Hindernisse waren so subversiv, dass sie es schafften, dass eine öffentliche, auf wissenschaftlicher Basis getragene Debatte in den USA begann. Ob Foltermethoden im Krieg gegen den Terror nicht doch anzuwenden sind und wo überhaupt Folter beginne und was Folter sei. Juristen, Mediziner, Psychologen und Militärexperten arbeiteten Definitionen von Folter aus, die auch den Nazis, der Stasi, Stalins Russland, Maos China oder jedem anderen Terrorregime der Welt zur Ehre gereicht hätten. Das Niveau jedenfalls setzte neue Maßstäbe, denn die Intellektuellen der Branche konnte man so längere Zeit mit völlig irrelevanten Dingen beschäftigen. Zeit, in der fleißig weiter gemordet und gefoltert wurde. Ja, das kommt dabei heraus in einer menschlichen Gesellschaft, zu deren Aufgaben es gehört, den Verstand, den Intellekt auszubilden. Dieser Verstand, dieser verführte Verstand, könnte man sagen, spielt auch eine Rolle im Zusammenhang mit der Zahl 666. Nicht nur mit Ahriman. In dessen Blickfeld stand weiter die Wissenschaft. Die Verhältnisse waren mittlerweile so, dass im Jahr 2005 in einer Umfrage, die in Nature veröffentlicht wurde, ein Drittel der Wissenschaftler zugab, dass sie betrügerische Aktivitäten nicht scheuen würden und Daten, die ihnen nicht passten, beiseite schieben.
und der wissenschaftliche Anspruch, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, geriet zunehmend ins Hintertreffen. In der Praxis machte sich kaum noch jemand die Mühe, die von Kollegen präsentierten Daten und Ergebnisse zu überprüfen. Im Gegenteil, derartige Überprüfungen galten als Zeit- und Geldverschwendung und wurden gar nicht erst finanziert. Anstelle von vorteilsloser objektiver Wissenschaft trat damit die Gewinnmaximierung, der Profit, der Ruhm. Damit sind wir wiederum bei Ahriman und Luzifer. Geld und Hochmut. Wie dies auch wirken kann, zeigte sich bereits einige Jahre zuvor, als die Rinderseuche BSE medienwirksam als unheilvolle Epidemie verkauft wurde, was im Ergebnis jedoch nur zu einer riesigen Bürokratie, in der jede Menge schlechte Vorschriften erlassen wurden, um Dinge zu kontrollieren, die völlig unerheblich waren. Um die vermeintliche Seuche in den Griff zu bekommen, führte von 5,1 Millionen getesteten Rindern wurden lediglich 200 kranke Tiere gefunden, die maximal 3 Menschen hätten anstecken können. Allein in Deutschland dürften dadurch etwa 1,5 Milliarden Euro aufgewendet worden sein. Geld, das man woanders gut hätte gebrauchen können. In der Realität. Beispielsweise im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen oder im Verkehrssektor. Um deutlich mehr Geld ging es indes in den USA. Und einen kleinen Teil konnte die US-Regierung für sich gewinnen. Im Kampf gegen die Vogelgrippe erlangte das Mittel Tamiflu eine gewisse Berühmtheit. Und als Bush verkündete, dass 2 Millionen Amerikaner in der Tod drohe, wurden 20 Millionen Tamiflu-Dosen bestellt. Zu 100 Dollar das Stück. Macht 2 Milliarden Dollar Gesamtpreis. Einer der Profiteure war US-Verteidigungsminister Rumsfeld, der zuvor Aufsichtsratsvorsitzender des US-Biotech-Unternehmens Gilead war, das Tamiflu ursprünglich entwickelt hatte und noch das Patent hielt. Und er besaß Aktienpakete des Unternehmens. Ahriman und Surratt wirken jedoch so subtil, dass ihnen keiner auf die Schliche kommt und die Auswirkungen auch kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 2002 wurde zwar publik, dass in Deutschland gegen eine Menschenfressersekte ermittelt wurde. Es war zu Kannibalismus, Vergewaltigung, Folter und Mord gekommen, doch ein großes Medienecho blieb aus. Es gibt Dinge, bei denen man selbst als Journalist, Polizist, Staatsanwalt oder Richter sehr starke Nerven braucht, um die abscheulichsten Verbrechen aufzuklären und darzustellen und nicht emotional zu reagieren. Und das wiederum in einem für alle erträglichen Maß. Die Bilanz der Bush-Administration in den 8 Jahren der Regierung vom mächtigsten Land der Welt war katastrophal. Es bedeutete eine annähernde Verdoppelung der Staatsschulden auf 10,3 Billionen Dollar. Der Verteidigungshaushalt stieg auf über 600 Milliarden Dollar, das Handelsbilanzdefizit auf rund 800 Milliarden Dollar. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 6 auf 9,5 Millionen. Auch bei den Millionären gab es Zuwachs. Die Armen wurden ärmer, die Reichen reicher. Im Irak und in Afghanistan waren bis dato 4.775 tote Soldaten zu beklagen. Die Kriegskosten lagen bei insgesamt rund 2 Billionen Dollar. 20% der Staatsschulden und 40% der neuen Staatsschulden. Im sogenannten Krieg gegen den Terror wurden weitreichende Maßnahmen durchgesetzt, mit denen die Bevölkerung in Zukunft zu beherrschen sein würde. Strengere Kontrollen an den Flughäfen, Visabeschränkungen, neue Abhörgesetze
Lockerung des Bankgeheimnisses, Einschränkung der Bürgerrechte. Man fühlte sich erinnert an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Damals in Europa, vorrangig in Deutschland. Dies alles wurde für das Wohl des Landes verkauft. Doch in Wahrheit gab es viele Katastrophen in Bushs Amtszeit. Abu Ghraib, CIA-Geheimlager, Guantanamo, Kriegslügen, Missmanagement und die Finanzkrise. Diese kam 2008 auf. War ein neues Ablenkungsmanöver, denn Krisen entstehen immer dann, wenn sie gebraucht werden. Dies war bereits im 20. Jahrhundert so. Doch man war damit beschäftigt, einen neuen Präsidenten zu wählen und zu feiern. Barack Obama wurde der erste schwarze Präsident der USA und bekam wegen der Verbrechen seines Vorgängers den Friedensnobelpreis. Er wurde schon als Retter gefeiert, bevor er überhaupt im Weißen Haus saß. Doch natürlich änderte sich nichts Wesentliches, denn die Impulse von Ahriman, Sorat und Luzifer gelten weltweit parteiunabhängig für jeden Menschen. Doch kommen wir zurück zur Finanzkrise, die im selben Jahr ihren Anfang nahm und von den Geistern der Hindernisse so der nächste Stein ins Rollen gebracht wurde. Es war ein Kapitalverbrechen und die größte Finanzkrise seit 1929. Durch die Globalisierung war alles mit allem verbunden. Wertverluste von 23 Billionen Dollar waren entstanden und allein in den USA wurden 21 Banken ruiniert. Dies entspricht dem alten Plan von Ahriman, möglichst zu herrschen über eine Zentralbank. So muss man die kleineren zerstören. Ganz einfache Geschichte. Die Gefahr für die Weltwirtschaft drohte in Form einer weiteren Krise durch spekulative Kreditversicherungen, wobei weitere 57 Billionen Dollar auf dem Spiel standen. Die Rolle von Banken, Fonds und Spekulanten war dabei nicht hinreichend betrachtet worden, doch eines war klar. Zuerst wurde mit Immobilien, Firmen, Krediten und Rohstoffen gespielt. Inzwischen war man doch längst bei Staaten, die zum Spielball globaler Investoren gerieten. So beliefen sich beispielsweise die griechischen Staatsschulden 2009 auf über 270 Milliarden Euro. Die Bush-Administration gewährte den Superreichen in den USA über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Steuersenkung in Höhe von 1,3 Billionen Dollar. Aber Geld für ausreichende Schutzkleidung der US-Soldaten war nicht da. Das US-Gesundheitssystem war mehr oder weniger systematisch gegen die Wand gefahren worden. Es war unterbesetzt und überlastet. Wir werden noch sehen, wohin das führen wird. Ein ähnliches Szenario wie einige Jahre zuvor wurde ebenfalls neu kreiert. Diesmal galt es, die Schweinegrippe zu besiegen. Es wurde viel Geld in die Hand genommen. Die Medien überschlugen sich mit Schlagzeilen. Und wie bei anderen Gelegenheiten zuvor wurden Angst, Panik und Hysterie erzeugt, um dann teure Impfstoffe und Medikamente verkaufen zu können. Doch die Vorgehensweise entsprach nicht wissenschaftlichen Standards. Ahriman war kräftig dabei, die Menschen vom Weg abzubringen. Es gab willkürliche Diagnosen, sodass bereits Erkältungssymptome ausreichten, um an Schweinegrippen-Todeskandidat zu werden. Es wurde viel getestet, doch sagte dieser Test nichts aus. Es war ein Teufelskreislauf, da viele profitierten.
Schlechte Nachrichten verkaufen sich immer noch am besten. Wissenschaftler entfernten sich immer mehr von der Wahrheit und der Wissenschaft. Und es wurden Medikamente verabreicht, über deren Wirkung bestenfalls Unklarheit bestand. Schlimmstenfalls schädigten sie die Menschen, denen sie verabreicht wurden. Auch in dieser Zeit begann das Zeitalter der sozialen Medien. Doch dieser Begriff kann auch in die Irre führen, denn auch dort kann man antisozial wirken. Es kommt nun einmal nicht auf die Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschrift, Internet oder Social-Media-Kanäle an, sondern auf die Menschen, die sie nutzen und auf die Inhalte. Allerdings barg die technische Entwicklung auch einen Moment, dass den Ausspruch von Karl Valentin, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen, gewissermaßen ergänzen konnte mit und noch nicht 100.000 Mal. Denn ein Mehr an Medien, also an Quantität, bedeutet nicht auch ein Mehr an Information. Es birgt sogar den Nachteil, dass Falschinformationen sich stärker verbreiten. Das führte schon bald zu dem Begriff Fake News. Und damit kommen wir in ein Gebiet, das sich in den nächsten tausenden Jahren immer mehr aufbauen wird, dass keine Liebe mehr herrschen wird, kein Vertrauen, keine Empathie und keine Moral, dass alles in Frage gestellt werden wird und nur Misstrauen von jedem gegen jeden entgegengebracht werden wird. Und das in allen Bereichen, ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den Medien, in der Gesellschaft, unter Freunden oder in der Familie. 2012 gab es einen kleinen Aufruhr, weil angeblich die Welt untergehen sollte, weil der Maya-Kalender ablaufen sollte. Doch der Weltuntergang blieb aus, man nahm es zur Kenntnis und machte weiter wie bisher. Dass andere Völker auch andere Zeitrechnungen in ihren Kulturen hatten, haben wir bereits betrachtet. Ein Thema dieses vierten Weltkriegs ist noch das Grundrecht auf Asyl. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Hier wollen wir uns kurz eine Überlegung klar vor Augen führen. Und zwar müssen wir trennen von der Flucht als solches und dem Fluchtweg. Wenn die Fluchtursache darin besteht, dass ich in dem Land, aus dem ich fliehe, gefoltert und getötet werden kann, dann ist die Flucht natürlich gut begründet. Das zweite, der Fluchtweg, ist eine andere Sache, die aber damit zusammenhängt. Denn wo kein Weg, da auch keine Flucht. Wenn aber das Land, aus dem ich fliehe und wo ich verfolgt werde, keinen anderen Weg als den über das Wasser bietet, weil ich sonst sofort wieder gefangen und zurückgebracht werde, muss man den Weg über das Wasser gehen und darauf hoffen, dass irgendjemand hilft. Denn über das Wasser gehen, das konnte Christus, wie wir aus der Bibel wissen. Die Menschen sind auf Boote angewiesen. Und aufgrund der Zustände waren die gar viel zu oft, viel zu voll. Und auch nicht unbedingt hochseetauglich. Der Weg von Afrika nach Europa wurde für viele zur Todesfalle. Kurz zur Erinnerung, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bevölkerung in West-Berlin per Luftbrücke von den Alliierten mit Nahrungsmitteln und anderem Bedarf versorgt. Die Rosinenbomber gingen in die Geschichte ein als positiver Gegenentwurf
zu der Last, die sie unter anderen Umständen wenige Jahre zuvor abgeworfen hatten. Doch wenn das Grundrecht auf Asyl immer mehr aufgeweicht wird, dann verschiebt sich in der Gesellschaft etwas. Sei es in einem Land oder auf einem Kontinent. Das Denken wird anders und das macht Platz für neue faschistische Ideen. Denn die Ideen und Gedanken sind immer in der geistigen Welt vorhanden. Der Mensch ist derjenige, der sie auf den physischen Plan bringt und danach handelt. Ein letzter Aspekt kam 2017 in die Welt. In die Weltpolitik kam Bewegung. In den USA folgte auf Barack Obama Donald Trump als Präsident und sehr schnell mussten sich die Medien mit einer neuen Qualität von Sprache auseinandersetzen. Die althergebrachten Umgangsformen wurden mehr oder weniger über Bord geworfen, was zu einer immer schneller werdenden Spaltung der Gesellschaft führte. Viele Journalisten mussten sich daran erst gewöhnen. Doch in der Zeit wurde schon wieder immenser Schaden angerichtet. In Frankreich wurde Emmanuel Macron Präsident. Und in Deutschland wurde bei den Bundestagswahlen die bestehende Große Koalition abgewählt. Die SPD, die sich im Laufe der Jahre immer stärker von der Realität entfernt und so ihre Stammwählerschaft verloren hatte, wollte folgerichtig in die Opposition gehen, einen richtigen Neuanfang wagen. Doch der Plan der Geister der Hindernisse sah etwas anderes vor. Und so scheiterte eine neue Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen schließlich an persönlichen Differenzen der Verhandlungspartner. Ein Beispiel dafür, wie wichtig Objektivität für die zukünftige Entwicklung der Menschheit ist. Mit deutlicher Verzögerung und einer Mischung aus Heuchelei, Selbstverleugnung und Ignoranz kam es im folgenden Jahr zu einer Fortsetzung der sogenannten Großen Koalition. Ein anderer Ansatz der Geister der Hindernisse zeigt sich in einem Phänomen, das die Deutschen kennen. Die Mauer, die Ost- und Westtrennte, die DDR und die BRD. Trump versuchte es auch in den USA zu etablieren, an der Grenze zu Mexiko. Immer wieder wurde darüber geredet. Doch wenn man einmal 50 Jahre weiterdenkt und diese Mauer tatsächlich gebaut werden sollte, wäre diesbezüglich ein großer Schritt in Richtung Kontrolle und Überwachung auch der US-Bevölkerung gegeben. Denn Mauern wirken von beiden Seiten. Von beiden Seiten kommt man nicht rein oder raus. Es gibt eben immer mehrere Perspektiven in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Einige weitere Dinge wurden ebenfalls vorbereitet, denen wir im 5. Weltkrieg noch begegnen werden. Da eine genaue Definition dieser Weltkriege nicht gegeben ist und der Krieg gegen den Terrorismus als eine Art Allzweckwaffe sowohl in geografischer wie zeitlicher Hinsicht benutzt werden kann und wird, wollen wir hier aber einen Schnitt machen. Denn die Ursachen haben wir jetzt aufgeklärt. Die Wirkungen indes werden uns ebenso wie die aus den ersten drei Weltkriegen noch lange begleiten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, please feel free to like and share. Bis zum nächsten Teil der Serie Die Entwicklung der Menschheit.